Nein, ist auch wieder klar. Ist er jetzt wieder? Wieder Strom, ne? Ja, Sonne ist da. Müsste jetzt knacken ohne Ende. Hat er hier einen Boost? Mit 268 Bytes pro Minute, ja, passt schon. Also in 3, 2, 1, jetzt ist der Schluss. Jetzt kannst du das Ding bauen. Jo. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie viel haben wir denn von dem Zeug. 1 haben wir. 2 haben wir. Was ist da? Achso, hier von diesem komischen Lithium. Ja. 2 haben wir, okay. Jetzt sollten wir vielleicht mal ein bisschen Lithium ein bisschen reproduzieren. Yep. Aber du kriegst nur ein Lithium immer raus, das macht keinen Sinn. Also du musst das Ding komplett voll bauen. Komplett voll knallen. Und es tut schon wieder bäh. Dann kriegst du ein einziges Lithium raus, also das dauert ewig. Ja, aber... Auch dass wir wenigstens zwei Batterien haben. Ja, das schnellste wäre zum Mond zu fliegen. Bist du wahrscheinlich schneller. Weil da gibt's Lithium. Alter. Kommt mir ganz schön, ja. Ja, aber wie? Steckt das noch vor schon drin. Hat er schon aufgehört? Was? Nee. Ja, Q untersuchen. Ja, danach ist aber so unten rechts die Button drücken. Ja, genau. Zwei Stürme? Nee. So. Na ja, gut, bringt ja nichts. Also das zu farmen mit nur Dreck abgrasen, weiß ich nicht. Ah, das stimmt. Das gut, wenn man so einen Truck hat, so hab ich's mal gemacht, mit so einem Truck. Da habe ich abgegrast und ja, das dann reingeschüttet, das macht Sinn, ja. Eine ist so eine aber ne, da schreibt hier hinten eine mittelgroße Batterie, also könnte es sein, dass es da noch eine größere Batterie gibt? Kann sein, ja, aber die gibt es momentan noch nicht im Spiel. Wo muss denn da hin? Ja, steck die hier einfach mal hier an. Ja, hat gar kein Kabel. Naja, wir tun sie einfach hier auf die Plattform mit drauf. Oder da. Oder tun wir sie genau einfach damit drauf, genau, ja. Weil der spuckt ja bloß Materialien aus, das ist nicht so wichtig jetzt. Und schon geht die Batterie wieder weg. Es wird schon wieder dunkel. Na, ja, wen fahren wir jetzt schon mal in den Puffer? Ist aber jetzt 3, 2, 1, leer. Ja, aber die hält auf jeden Fall länger wie vorher, ne? Hab ich so das Gefühl. Die war ja vorher ratzfatz leer, das Ding. Das müssen wir denn als nächstes forschen. Was wäre denn sinnvoll? Truck. Handels... Ja, Truck, ja. Stimmt. Truck wäre... Doch,
Handelsstation wäre auch interessant. Ja, ich würde erst den LKW machen, weil wir können da die Ressourcen schneller transportieren, was wir brauchen. Genau. Den LKW brauchen wir. Das große Lager ist erstmal nicht so wichtig. Da würde ich gleich den großen Rover nehmen für 6000. Ganz schöne Forschung. Aber ich sehe gerade hier, auf der Welt haben wir gar nicht so viele Bäume geworden. Wie kann das sein mit diesen komischen Dingen, mit diesen Forschungen dran, ne? Ja. Und dabei habe ich schon mal neu gestartet gehabt. Also die erste Welt davon war ja gleich absolut null Forschung in der Nähe. Da bin ich immer verreckt. Na, ich komme mal mit zu dir. Bei mir hinten die Höhle ist, naja. Höre ich da schon wieder Wind oder täuscht das? Ach, ich egal, keine Ahnung. Ich höre gerade nichts. Hier war auch noch ganz Schwung dies. Übrigens, wenn du schneller laufen willst, dann tu einfach Shift gedrückt halten, dann tu da rennen. Ja, machst du die ganze Zeit. Rutscht hier rum. Okay. Hä? Ich habe erst gedacht, ein bisschen ins Loch gefallen, aber nee. Ist das Gras hier? Oh, da schießt was. Vorsicht. Da ist der Forschung. Fuck, fuck, fuck. Die schießen. Pass auf. Da links ums Eck. Na, hier links ums Eck. Kriegst du da nichts ab, oder was? Weil ich nur Ecke in der Gegend. Da haben wir zwei Forschungen gleich zu mitnehmen. Ich nehm die jetzt, ich nehm... Wird wieder ein langer Ritt. Ja, für sowas ist halt ein Auto echt praktisch. Und dann wäre ich halt für diesen großen Rover gleich, für den Dreiachser. Kommen wir überhaupt wieder raus, so wie du hier gebaut hast? Ja, komm. Okay, geh du erstmal vor. Erstmal so. Erstmal ablegen. Ja, genau da lang. Mal wieder auf dem Weg. Alles klar, wieder zwei Forschungen.
Ja, das Blöde ist dann bei den Transporter, ne? Naja, was ist blöd? Also den ersten würde ich als Dreisitzer bauen, weil da können wir zu zweit mitfahren. Oder was denkst du? Ja, stopp mich jetzt nicht. Auf der anderen Seite, wenn du einen Sitz drauf machst, kriegst du mehr weg, ne? Aber der erste, den baue ich immer mit drei Sitzen, weil dann können wir alle zusammenfahren. Wieso ein Dreisitzer? Wir brauchen nur zwei Sitzer. Ja, es gibt nur Einsitzer oder Dreisitzer. Wenn du einen Einsitzer bloß drauf machst, verbraucht genauso viel Platz wie ein Dreisitzer. So, das sind wir auch schon wieder. Er ist noch am Forschen, oder? Nö. Warte. Kannst du reinschmeißen. Oh, dann haben wir ja noch Platz frei. So klein nutzen. Oh, Batterie ist voll. Geil. Er möchte ja auch sein bei 4 Solarpanel, dass das Ding voll ist. So, ich tue gleich mal meinen Dreck hier wieder ausleeren. Tu mal deinen Kanister hier oben ran tackern. Brauchst bloß draufklicken mit der Maus. Oben. Wo so ein Kanister durchsichtig ist. Da klickst du was hin, dann tut er den hinschmeißen automatisch. Nee. Ach so. Da oben, wo dieses rote Ding ist, da brauchst du draufdrücken. Ja, da hab ich mit E drauf gedrückt. Ach so. Nicht mit E, mit der Maus. Dann schmeißt du automatisch deinen Container da oben hin. Da brauchst du nicht aus dem Inventar rausziehen. Zum Leer machen. Und für ihn. Und haben wir jetzt trotzdem irgendwelche Latze, irgendwelche Aluminium. Ja, so. Ich meine ja nur, dass du halt weißt, es geht halt schneller. Ich hab's dann immer so gemacht, ich hab dann ganze Regale hingestellt und dann saugt er das immer so von alleine rein, spuckt's wieder raus. So, jetzt haben wir 1800, ne, es zieht sich langsam. Wir könnten ja eine zweite Forschung bauen, ich weiß nicht, was die kostet. Kostet nur Billards. Gemisch. Erstmal müssen wir erstmal so einen mittleren Unterbau bauen. So eine mittlere Basis bauen. So eine. Ja genau. So eine mittlere müssen wir erstmal bauen, weil das Ding ja irgendwo draufgesetzt werden muss. Ja, brauche bis Harz. Warte, hab ich hier. Harz. Zweimal Gemisch. Okay. So, aus dem kommt jetzt ein bisschen Strom, da geht's, oh, geht's zügig. Ja. Aber die zweite Forschung können wir dann gleich irgendwie... Ne gut, hier geht's ja schlecht. Ich würde die Forschung hier hinstellen. Hier neben die kleine nebenan. Ja, klar. So ein bisschen gedreht. Nein, ja. Oh ja. Strom ist ja jetzt hat das geht pro Sekunde fast 10 so Dinger, ey. Ja, guck mal, wie lange die Batterie hält. Wahnsinn. Die hat früher nie so lange gehalten. Die ging früher immer ratzfatz weg.
man sieht jetzt nicht, wie voll die ist, denn aber, denn weil die sich immer mittreten, komischerweise. Aber ich denke mal, so der Hälfte wird zu reichen. Also die wird doppelt so lang halten wie früher. Ja. Ja, das Mitdrehen ist egal, halb voll ist er noch. Jetzt haben wir noch zwei Balken. Aber die hält auf jeden Fall viel länger wie früher. Und wenn du jetzt überlegst, alles über diesen einen Verteiler. Ja. Alles über diese eine riesige Lage und da wird alles verteilt. So. Achso. Nee, wir haben ja noch keine Punkte, ne? Was? Ich wollte gucken, was der Rover braucht, aber das sehen wir ja erst, wenn wir es erforscht haben. Naja, wir müssen erstmal eine Fahrzeugbucht bauen. Oh ja, scheiße. Okay. Das kommt ja auch noch. Okay. Ich forsch die mal. Kostenfarbe freigeschaltet. Okay. Also brauchen wir es nochmal wieder. Also mindestens 2 Harz. Also für so ein Ding. Denke ich mal mindestens. Ist ja nicht so, dass man nur das Ding das an sich selber braucht. Wir brauchen ja auch noch diese die Bucht. Ich habe schon alles abgegrast, ne? Ja. Man müsste irgendwie schlafen können, damit man die Nacht überspringen kann. Ja, das werden sie bestimmt auch irgendwann einführen. Aber Steven, du bist doch so ein Spezialist, welche in Sachen bisschen hier an Boden anheben. Dann kannst du ein bisschen Boden anheben, denn langsam wird es hier schon wieder eng. Hey, was? Und übrigens, ne? Ja. Hörst du? Ja, schon. So, es ist schon wieder staubig. Jetzt. Wir produzieren noch nicht so viel Strom, dass die Batterie sich wieder auflädt. Mit den 3 Generatoren. Aber gut, das brauchen wir ja auch nicht. Ich glaube, die Sonne geht dann gleich wieder auf, ne? Ist hier hinten schon ein bisschen hell. Der Nebel mal weggehen würde. Ja, dann müssen wir wohl nochmal in die Höhle rein. Das sind bestimmt noch mehr so Forschungsdinger. Was geil wäre, wenn man dieses kleine Shuttle hat, ne, kann man ja auch schon wegfliegen, so zumindest nicht so allzu weit, aber schon mal ein bisschen. Und dann nimmst du das kleine Shuttle und landest genau neben der Basis und baust da wieder eine Basis hin. Ich weiß ja nicht, ob das Habitat, da wo ich jetzt drinnen bin, das produziert ja auch Strom. Und wenn man da jetzt mehrere Habitate hat, kommt immer darauf an, was die Dinger kosten. Wenn die billig sind, dann könnte man damit noch mehr Strom produzieren. Ja, Batterie füllt sich, sehe unsere Solarpanels, die machen ihre Arbeit. So, eins haben wir hier noch und dann müssen wir mal wieder gehen. Was wollten wir jetzt gleich bauen? Dieses Fahrzeugbucht. Ja, genau. Ich würde das nicht hier hinten machen. Dann baue es woanders hin. Ja,
Der Fahrzeug braucht halt mal Aluminium. Na, ich muss ja erstmal ein bisschen angleichen. Das Land vor für die Fahrzeuge. So, es müsste erst mal reichen. Dann müssen wir es noch drehen. Jo. Ich meine, wir können es ja immer noch wieder neu sortieren, wie wir wollen. Wir können es theoretisch auch hier herstellen. Nee, das Ding kann noch nichts bauen, weil es noch nichts erforscht ist bei uns. Naja, 6000 kosten die. Jetzt haben wir vorher auch ein bisschen Land wieder. Forschung? Haben wir noch Forschung da? Nee, wir müssen, ich sag ja, wir müssen da mal ein bisschen auf den Weg gehen. Forschung holen. Wir ein bisschen angleichen. Ich warte gerade, erstmal brauche ich noch ein bisschen Gemisch. Hab ich schon noch irgendwas da? Alles, alle. Hat noch mal Gemisch in Massen da. Ja. Das haben wir ja alles schon verbraten. So, also hier hinten rum haben wir jetzt jede Menge. Da können wir noch Maschinen hinbauen hier hinten. Gemisch findet man großteils irgendwie oben. Ich hab allgemein festgestellt, dass die Gemische eher überirdisch findest, aber mehr so eher zu unterirdisch. Ja. Oh, ich hab noch Gras dabei. Also, ne? Nicht das Gras, das andere Gras. Das grüne. Ja, auch das ist, da geht das auch, das auch das andere ist grün. Okay. Passt. Die Stöpsel mache ich gleich mal noch leer. Alles klar. Ja, ich habe noch Verbinder dabei, also ein Packen habe ich noch im Rucksack jetzt. Das mag ja sein, ich habe noch ein bisschen was da. Unterirdisch wieder drin? Überirdisch. Ach, überirdisch. Okay, ne, ich gehe mal hier runter, ich guck wieder nach Forschungen. Weil hier müsste man echt mal so einen Weg, einen ordentlichen hochbauen.
jetzt? Nur hier drin. Hier drin ist relativ. Ja, wo wir vorne waren. Ist schon wieder Kupfer auf der... Naja... Ja... Es wird so nix. Unbekannte Forschung in den Loch gefallen. Scheiße. Na, passiert. Sie ist wieder da. Ist diese Forschung von der Erde wertvoller als die noch als diese organische hier von diesen Planeten? Von der Erde? Ich habe hier so eine, ja, ich habe hier so eine Forschung gefunden hier von unserem Planeten, also hier so eine mechanische. Okay. Theoretisch könnten wir uns doch genauso gut in welcher, also Gemisch herstellen. Also Gemisch haben, eine Gemische ist doch garantiert in diesem komischen Tauschgerät garantiert billig ohne Ende. Das ist billig, ja. Du musst Dreck reinlegen und dann kannst du Gemisch rausholen ohne Ende, ja. Also müssten wir jetzt nur mindestens immer Gemisch haben. Wo geht diese Art von Forschung, meine ich hier? Sicher, diese Forschung. Ja, das ist von so einem Shuttle, oder? Die müsste doch eigentlich ein bisschen wertvoller sein als die normale, oder? Ja, normal schon. Hast gleich hier einen Weg hingebaut. Ja. Da ist aber noch eine Forschung, oder? Was ist das hier? Nee, das ist ein Satellit. Okay. Ja, da war diese Forschung dran. Ah, okay. Hier sind überall übelste Löcher. Du musst ja aufpassen, wo du hintrittst hier drin. Ja, was denkst du, wieso ich gemeint habe? Na, hier beinahe ist mal jetzt durchgefallen.
Oh, hier liegt der Forschung rum. Alles klar, nehmen wir mit. Aber man merkt, obwohl dieses Spiel so relativ simpel ist, macht Spaß. Ja, vor allem, es kommt auch immer mal neuer Content. Ja, anderer Content. Übrigens geht schon wieder windlos, ne? Es pfeift schon wieder, es pfeift schon wieder wie aus dem letzten Loch. Mal gucken, ob ich es packe bis zu Hause, nur falls muss ich mich bei so einem Felsen oder keine Ahnung. Keine Forschung dabei. Eine Forschung ist noch am Laufen und eine ist noch hier, eine war noch am Laufen und eine habe ich schnell aufgesetzt. Ne? Brauchen Gemisch. Nur ich stelle schon die zweite hoch an die Tür. Forschung. Bloß die Gänge mal noch ein bisschen begradigt hier unten, dass man nicht gleich in jedes Loch reintapst. Ah, mag sein. Ach, Gemisch.